Das BSW zerlegt sich gerade immer mehr und mehr selbst und mit dazu gleichzeitig auch noch die CDU. Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Ja, und es wird mal Zeit, heute hier am Samstagabend einen richtig politischen Deep Dive zu machen. Und ich zeige dir, warum ich glaube, das Ganze noch äußerste Brisanz haben wird und warum man jetzt im Kontext der Bundestagswahl nächstes Jahr sich so ziemlich entspannt zurücklehnen kann und das ganze Spektakel dabei anschauen kann, wie die sich gegenseitig selbst zerlegen. Als erstes müssen wir ja sagen, das BSW ist ja bei den Landtagswahlen damit angetreten, eine Art Alternative zu dem Altparteienkartell zu bilden. Also diese ganze Politik, das hat ja auch Wagenknecht immer wieder gesagt, die da von CDU, SPD und so weiter gemacht wird, nicht mehr mitzutragen. Und das hat ihr ja auch sehr gute Wahlergebnisse beschert, schon im Europawahlkampf bzw. bei der EU-Wahl. Und jetzt sehen wir zum Beispiel, ne, dass in Sachsen, schaut mal, das BSW ja 15% geholt hat der Wählerstimmen. Damit könnten sie natürlich zusammen auch eine Mehrheit bilden, indem sie zum Beispiel mit der CDU, aber wie wir sehen, reicht das nicht ganz. Da müssten sie entweder noch die SPD oder halt die Grünen mit dazu nehmen, um eine Mehrheit zu bilden. Einer von beiden muss es noch sein. Ob die zusammen mit der Linken eine Koalition bilden, das wäre theoretisch, glaube ich, auch möglich, ja, wage ich aber zu bezweifeln. Da gibt es ja noch den Unvereinbarkeitsbeschluss. Doch jetzt sehen wir was ganz anderes, und zwar Folgendes, dass nämlich das BSW auf einmal anfängt hier ziemlich dramatisch abzustürzen in der Wählergunst bundesweit. Wir sehen jetzt nämlich aktuell in der letzten Trendumfrage 31% CDU, leichter Rückgang, SPD legt gleich zu, Grüne bei 11%, FDP 4%, Linke 3%, AfD legt gleich zu auf 20% und BSW von hier 10% geht es jetzt fast 20% runter auf 8%, ja, ziemlich genau 20% sogar. Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass die Wähler jetzt gesehen haben, dass in Thüringen das BSW nicht etwa ein neues politisches Verständnis oder so mit reinbringt, sondern das, was sie dort ja im Landtag zusammen mit der CDU und den anderen Altparteien eben abgezogen haben gegen die stärkste Partei, gegen die AfD dort, zeigt ja, dass das BSW eigentlich genau das ist, was sie die ganze Zeit gesagt haben, sie nicht sein wollen, nämlich Steigbügelhalter für die CDU und für die anderen Altparteien, um die Macht zu sichern gegen die AfD. Und auf der anderen Seite sieht man aber gleichzeitig, dass die Union sich immer mehr und mehr selbst zerlegt. Das heißt, ich glaube, das wird ein richtiges Selbstzerlegungskarussell bis zur nächsten Bundestagswahl. Und es geht damit los, dass ja jetzt auf einmal die zufälligen drei Kandidaten von der Union, die in Thüringen, Sachsen und Brandenburg relevant sind, ganz zufällig einen gemeinsamen Gastartikel jetzt schreiben in der FAZ am Freitagabend. Hier seht ihr es, ne? Gastbeitrag von Michael Kretschmer, Mario Vogt und Dietmar Woidke vom 3.10. oder vorgestern also, indem sie jetzt auf einmal eine aktive diplomatische Rolle Deutschlands im Ukraine-Krieg fordern. Also Kretschmers Position, die war ja vorher schon relativ stark bekannt. Da ist er ja auch im Vergleich zu zahlreichen anderen CDUlern auf Bundesebene ziemlich auf Konfrontationskurs, die ja eine ganz andere Position haben. Aber dass jetzt beispielsweise ein Mario Vogt auf einmal auch sagt, ja, wir müssen unbedingt uns jetzt dafür einsetzen, ganz nach UN-Charta und so weiter, eben hier mehr Frieden zu schaffen. Das sind ja ganz neue Töne aus der CDU. Könnte das eventuell damit zu tun haben, dass ein Mario Vogt unbedingt Ministerpräsident werden will in Thüringen und er ja dort unbedingt eben die Stimmen der BSW und so mit dabei haben will? Und das war ja von Wagenknecht eben eine der größten Forderungen eben, dass man eben hier
auch über den Bundesrat eben mehr Druck ausübt, was eben die Position der Bundesregierung mit Russland und der Ukraine haben. Und ganz zufällig waren die ja auch alle in Berlin und haben dann ganz zufällig auch Sarah Wagenknecht und so weiter getroffen. Warum aber glaube ich jetzt, dass das die CDU massiv zerlegen wird? Nun, weil ja auf Bundesebene die ganz anders ticken. Es vergeht ja kein Tag, an dem beispielsweise der Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat Merz nicht den Scholz und die Regierung kritisiert und sagt, ihr müsst endlich jetzt Taurus liefern und so weiter. Oder noch viel mehr beispielsweise ein Kiesewetter, der ein richtiges Donnerwetter jeden Tag macht und sagt, wir müssen jetzt nicht nur Taurus liefern, wir müssen eigentlich gleich mehr oder weniger fast schon in Russland einmarschieren. Das hat er noch nicht gesagt. Mal sehen, vielleicht kommt die Forderung noch. Aber er meinte ja, es muss die Möglichkeit geben, auch Ministerien in Russland und so weiter anzugreifen. Und jetzt schaut mal hier, was ich gefunden habe. Eine CDU-Petition, die wurde von jemand der Jungen Union gegründet, wo jetzt 1581 Leute schon, viele davon von der CDU selbst, jetzt in einer Petition sich aussprechen, eben ganz klar keine Koalition mit dem BSW in Thüringen und Sachsen und so weiter zu machen. Und jetzt muss man sich das mal vorstellen, ja? Die CDU, CSU nehmen wir mal gleich mit dazu, als gesamte Partei in der Wahrnehmung und im Kontext der Bundestagswahl nächstes Jahr. Wir haben auf der einen Seite die Leute wie Merz und Kiesewetter, die halt eben im Ukraine-Kurs ganz klar eben diesen Pro-Waffenlieferungskurs gegen dem fordern, was Wagenknecht und so weiter fordert. Wir haben gleichzeitig einen Teil der CDU, die eben ganz stark pro-Schwarz-Grün im Bundestagswahlkampf und so weiter setzt. Wie zum Beispiel ein Henrik Wüst oder ein Daniel Günther oder auch ein Kretschmann, nicht Kretschmer, Kretschmer ist der von der CDU aus dem Dings, Kretschmann ist der von den Grünen, sorry, aber da gibt's eben die schwarz-grüne Regierung in Baden-Württemberg, ja. Aber nee, Wüst und Günther, ne, die machen so ein voll zusammen mit Polenz und so weiter bei Twitter. Ganz klar, für die heißt es, Schwarz-Grün müssen wir versuchen. Ne? Dann haben wir auf der anderen Seite jetzt aber diese Leute, die versuchen, mit dem BSW zusammenzugehen. Also dann auf jeden Fall hier natürlich ein Vogt, aber auch ein Herr Kretschmer. Und dann haben wir gleichzeitig noch aus dem Süden ein Markus Söder und so weiter. Und auch andere von der CSU, die die ganze Zeit sagen, auf keinen Fall mit den Grünen gegen die Grünen. Und das macht ja Söder vor allem deshalb, weil er dadurch natürlich unterbewusst oder bewusst weiß, dass er wieder die Verhandlungsposition von Merz und so weiter schwächt dadurch. Ne? Und ich glaube, das liegt bei Söder daran, dass er eigentlich insgeheim selber Kanzlerkandidat werden wollte. Und jetzt gibt er eigentlich Merz die ganze Zeit einen mit, weil warum sagt er die ganze Zeit, ohne uns gibt's, also mit uns gibt's kein Schwarz-Grün im Bund. Damit nimmt er ja quasi Merz eben und den ganzen anderen CDU-Leuten, die dafür sind, wiederum ihre Munition und ihren Rückhalt sozusagen, um mit den Grünen zusammen dann in die Regierung zu gehen. Und das Ganze ist doch alles nur eine absolut lustige Situation. Eigentlich müsste sich die CDU ja in zwei oder drei verschiedene Parteien aufspalten, weil es ist ja überhaupt gar keine einheitliche Position mehr. Ja, also die einen kuscheln mit Wagenknecht und wollen zusammen Regierung bilden und die anderen sagen auf keinen Fall Unvereinbarkeitsbeschluss, nie mit Kommunisten, auf keinen Fall mit Wagenknecht. Dann gibt es noch die anderen, die sagen, wir wollen mit den Grünen und dann von ganz unten kommt, nein, ohne Grünen. Also der Wähler weiß doch jetzt nicht mal einen Ansatz mehr, was überhaupt in dieser gigantischen Büchse der Pandora namens CDU drin ist, wenn man die wählt. Ja, also was ist die eigentliche Position der gesamten Partei, ne, und die Politik, die sie machen? Das ist halt eben die große, große Frage. Und gleichzeitig ist das fürs BSW eben auch höchst relevant, weil die ja jetzt merken, oh weia, vielleicht sollten wir ja gar nicht in die Regierung gehen. Vielleicht sollten wir ja, damit eben unsere Chancen für die Bundestagswahl nächstes Jahr auch weiterhin gut stehen, vielleicht sollten wir da lieber in der Opposition bleiben, weil wir dann eben schön viel fordern können
und müssen ja selber gar nicht irgendwie was umsetzen. Und gleichzeitig können wir dann eben für die Bundestagswahl wieder unsere Umfrageergebnisse, die aktuell am Sinken sind, weil die Wähler merken, dass das alles ein abgekatertes Spiel ist, wieder ein bisschen steigern. Also ihr merkt, das ist eigentlich, da merkt man im Endeffekt, was für völlig absurde Situationen mittlerweile entstehen. Einfach nur aufgrund der simplen Tatsache, dass die diese bescheuerte Brandmauer haben, ne? Weil gucken wir doch einfach mal nach Sachsen. Wie einfach wäre das? Zack, zack. Und schon hast du die Regierung mit deutlicher Mehrheit. Und CDU, AfD könnte in Sachsen regieren mit einem hohen Unterstützungswert der sächsischen Bevölkerung. Und gleichzeitig wäre es völlig egal, was irgendjemand von den Linken, irgendjemand von den Grünen, irgendjemand von der SPD oder irgendjemand vom BSW irgendwie bei Twitter oder im Landtag irgendwo sagen würde. Es wäre völlig irrelevant. Aber nein, da man ja eben die Brandmauer hat, steht man jetzt vor diesen völlig, ja, also in manchen Medien schreiben die schon, das sind irgendwie so Zirkuszustände. Und Frau Wagenknecht zieht die anderen Ministerpräsidenten von der CDU und so und die es werden wollen, wie am Nasenring durch die Manege. Und ich muss tatsächlich sagen, das trifft den Kern eigentlich ganz gut. Ja, nur muss eben das BSW auch bemerken, dass die auch dann ein Teil von diesem ganzen Zirkus sind. Wahnsinn.